Halte eben meine Kamera so vor mich, wie man es eben macht, und habe dann aber nicht gesehen, dass der Buckelwal dann, also habe ich nur das aus dem Augenwinkel gesehen, sich einmal mit der Schwanzflosse eben mich quasi einmal komplett auf der Hand trifft und mich so ein paar Meter durchs Wasser damit schleudert, und man kann sich das eigentlich nicht vorstellen halt.